Hallo meine Lieben, ich begrüße euch jetzt zum zweiten Teil des Seelenpartner-Readings für die zweite Juli-Hälfte. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle von euch schon den ersten Teil geguckt haben. Ich denke, manche von euch gucken auch nur noch für den Loslasser oder den Seinlasser. Ja. Deswegen möchte ich ganz kurz nochmal auf die Legung eingehen und natürlich auch all diejenigen herzlich willkommen heißen, die heute zum ersten Mal meinen Kanal besuchen. Also, wir wollen heute in diesem Reading einmal gucken, welche Energien den Seinlassern bzw. Loslassern ja, für diese zweite Juli-Hälfte zur Verfügung stehen, die sich in einer Dual- oder Zwillingsseelenverbindung befinden. Ich erkläre ganz kurz, wie die Legung zustande kommt. In Anlehnung an das keltische Kreuz mische ich das Tarotdeck und bitte für jede Position eine Karte aus dem Deck springen zu lassen. Manchmal wollen auch zwei Karten gleichzeitig herausspringen, ja, und ich lege die dann auch so auf, weil meistens ergänzen sie sich ganz gut, ja. Man bekommt dann nochmal eine bessere Vorstellung von der einzelnen Karte. Wenn dann alle Karten liegen, verbinde ich mich in einer Meditation mit der geistigen Welt und bitte um Impulse, die mir bei der Deutung helfen. Das heißt, ich versuche euch jetzt quasi die Bedeutung der Karten inklusive dieser Impulse, die ich in der Meditation erhalte, in einen Zusammenhang zu bringen. Ja, dass ihr einen guten Überblick habt, welche Energien euch jetzt für diese zweite Juli-Hälfte zur Verfügung stehen. Ich gehe jetzt trotzdem kurz darauf ein, falls ihr den ersten Teil, also das Reading für die Einlasser oder Gefühlsklärer schon gesehen habt, das ich vorhin hochgeladen habe, und ihr seid damit gut in Resonanz gegangen, ja, dann wird es hier vermutlich auch der Fall sein. Also für all diejenigen unter euch, die sich jetzt vorhin in dem Reading gut wiedergefunden haben, beziehungsweise ihren Seelenpartner gut wiedererkannt haben, werden sich hier in diesem Reading selbst auch gut wiedererkennen. Ja? Trotzdem möchte ich noch darauf hinweisen, bei den allgemeinen Readings kann das nicht immer auf jeden zutreffen. Ja? Ihr seht immer, wie viele Klicks die Videos haben, zum Teil 8000 Klicks. Ja? Das ist ja klar, dass jetzt niemand verlangen kann, dass dieses Reading dann für 8000 Leute stimmig ist. Hör einfach auf deine innere Stimme. Ja, du wirst nach ein paar Minuten wirst du genau merken, ah, ich bin hier dabei in dieser Gruppe oder ich bin es nicht. Ja, also hör da auf dich selbst. Ja, entscheide da aus deinem Bauchgefühl heraus. Ja, meine Lieben, da möchte ich beginnen. Es wollten hier beim keltischen Kreuz ist es ja so, dass wir eine Karte haben, das ist quasi die Hauptenergie für die Legung und eine zweite Karte, die diese Energie näher bestimmt. Und in dem Fall als allererstes aus dem Deck während des Mischens springen wollten die sieben Schwerter. Die sieben Schwerter ist eigentlich keine so schöne Karte, ja. Sie steht im Allgemeinen für Lügen, für Betrug, für Geheimnisse, für etwas, was im Verborgenen stattfindet, dass sich jemand aus der Affäre ziehen will, davon schleichen. Ja, also das ist die allgemeine Bedeutung der Karte. Dazu, ich will gleich die zweite Karte dazu nehmen, weil die ja auch im Gesamtzusammenhang gedeutet werden, fiel der Tod. Große Arcana-Karte. Die Karte macht oft Angst, wenn sie kommt. Ich sehe sie nicht ganz so negativ, weil für mich diese Karte immer bedeutet, um etwas Neues zu gebären, muss etwas Altes sterben. Ja? Ich sehe den Tod als natürlichen Kreislauf des Lebens. Ja? Alles wird und alles vergeht. Und im Zusammenhang mit den sieben Schwertern habe ich hier eigentlich während der Meditation zwei Szenarien erhalten, die ich dir gern vorstellen möchte und du spürst einfach hin, ob eines davon für dich zutreffend sein könnte. Entweder du hast tatsächlich eine Situation erlebt in den vergangenen Tagen oder Wochen, in der du herausgefunden hast, dass du belogen wurdest.
dass dir etwas vorgemacht wurde, dass Dinge anders sind, als du angenommen hast. Ja? Das kann schon passiert sein, das kann aber jetzt in diesen 2 Wochen auch noch passieren. Und dir wird durch diese ganze Situation klar, dass du so in dieser Art und Weise, wie es bislang lief, nicht weitermachen möchtest. Dass hier etwas, ich sage jetzt gar nicht mehr sterben, etwas transformiert werden muss, weil du dir mittlerweile mehr wert geworden bist, als eventuell hintergangen zu werden. Ein Beispiel, dass ihr wisst, was ich meine. Nehmen wir an, dein Seelenpartner ist noch in einer anderen Beziehung und er oder sie, bitte immer wieder, wenn du als Mann zuschaust, ja, ich sage oft er, weil doch die meisten ja, weibliche Zuseher sind, aber wenn du als Mann zuschaust, einfach bitte umdenken. Dass dein Seelenpartner dir vielleicht immer erzählt hat, dass die Beziehung, in der er sich noch befindet, am Ende ist, ja, dass da keine Liebe mehr herrscht, ja, kein Sex mehr stattfindet, nur noch aus finanziellen Gründen oder wegen der Kinder zusammengehalten wird. Und du erfährst etwas, oder vielleicht teilt er es dir sogar selbst mit, dass dem doch nicht so ist, ja, oder du bekommst es erzählt. Du erfährst es aus sozialen Netzwerken, was immer auch von Freunden. Es ist eine Situation, in der du dich hintergangen fühlst. Also dieses Wort hintergangen kam jetzt ganz stark in der Meditation. Und dir ist schlagartig bewusst geworden, wenn es schon passiert ist. Ja, was bei vielen der Fall sein kann. Ich komme gleich dazu, weshalb ich das annehme. Oder es wird noch passieren. Aber dir wird schlagartig klar, dass du das nicht länger möchtest, dass das aufhören muss, dass du dich mit diesem, wie soll ich sagen, mit dieser Unwahrheit, mit diesem hinterm Berg halten, mit diesem vielleicht auch immer wieder vertrösten lassen, mit Ausreden, ja, kommen hier auch ganz stark, nicht mehr aufhalten möchtest, das muss verabschiedet werden. Und das zweite Szenario, wenn es sich jetzt nicht um einen, ja, in Anführungszeichen Betrug oder um ein Hintergehen deines Partners handelt, könnte es auch sein, dass dir bewusst wird, dass du dich selbst belügst. Bei ganz vielen geht es ja da um diese Thematik sein lassen oder loslassen. In vielen Nachrichten von euch, ja, erfahre ich immer wieder und spüre das auch, dass ihr euch zwar einredet, ihr habt losgelassen oder sein gelassen, es ist aber nicht so. Ja? Die Endgültigkeit von Loslassen und Sein lassen ist vielen nicht bewusst. Was bedeutet es wirklich? Und ich habe mir vorgenommen, dass ich dazu noch ein Video extra mache, vielleicht jetzt sogar schon am Wochenende. Was bedeutet es wirklich? Ja, was ist wirklich Loslassen? Und hier kann es sein, dass du darauf kommst, dass du eigentlich noch gar nicht wirklich losgelassen hast. Dass du immer noch kontrollierst, dass du immer noch wartest, erwartest, ja, und dass du merkst, dass du dir da selber etwas vormachst. Also dafür könnte diese Karte auch stehen. Und dass dir ganz deutlich klar wird, dass es dieses, sich etwas vormachen, diesbezüglich es ebenfalls zu verlassen gilt. Hier muss ein Verhalten, ein Aushalten einer Situation oder ein Verhalten deiner selbst sterben, ja, um den Prozess weiter voranzubringen und vor allem um dich weiter hin zu dir zu bringen. Ich erkläre jetzt auch, warum ich annehme, dass bei vielen dieses vielleicht schon stattgefunden hat, weil schaut mal, auf der Position der Energie der vergangenen Tage fiel das Ast der Schwerter. Und mit dem Ast der Schwerter nehme ich ganz klar wahr, dass du hier schon das Schwert erhoben hast für eine Entscheidung. In den letzten Tagen könnte bei dir immer wieder der Gedanke aufgekommen sein, ich muss
etwas verändern. Ich muss vielleicht die letzten Schnüre kappen. Dieses letzte immer noch hoffen und festhalten aufgeben. Und das Schwert ist schon erhoben. Ja? Vielleicht haben einige aufgrund von einem Vorfall, einem unschönen Vorfall, bereits die letzten Schnüre gekappt. Ja? Aber zumindest spüre ich, dass bei vielen derzeit das Schwert erhoben ist, ja, und es nur noch so einen winzigen, ja, sag mal, ein winziger Tropfen bringt es fast zum Überlaufen, dass hier wirklich Tabula Rasa gemacht wird, ja, Reset-Knopf, Null, ja, also sehr, sehr stimmig hier. Dann habe ich natürlich gefragt, auf dieser Position, was ist dir jetzt eventuell nicht bewusst? Und hier fiel die 5 Münzen sehr interessant. Die war ja vorhin in dem Reading für die Einlasser in der Hauptenergie gelegen. Die 5 Münzen, ja, steht ja für diesen Mangel, für diese Bedürftigkeit. Und die kommt jetzt mit der krassen Gegensatzkarte, den 4 Stäben. Also das ist eines der gegensätzlichsten Kartenpaare des Tarots, ja. Weil du hast hier diese Traurigkeit, die Hoffnungslosigkeit, den Mangel, die Bedürftigkeit und hier hast du die Fülle, die Lebensfreude, die Feierlichkeiten und dir ist noch nicht bewusst, ja, dass du es selbst in der Hand hast, von hier nach da zu gehen. Ja? Es könnte sein, dass hier wirklich nochmal was richtig wehgetan hat, wenn du wirklich hinter Lügen gekommen bist, wenn du desillusioniert wurdest, wenn du vielleicht gemerkt hast, dass dein Gegenüber doch noch meilenweit davon entfernt ist, sich zu trennen, ja, all diese Dinge spielen hier rein. Und du dich jetzt wieder in dieser Energie befinden solltest, ja, wo du wirklich nochmal hoffnungslos bist und dich wieder bedürftig fühlst, ja, gerade solche Dinge, wenn man hintergangen wird oder vielleicht erfährt, dass der andere meilenweit davon entfernt ist, sich zu trennen, ja, genau diese Vorfälle rütteln ja wieder an unserem Selbstwertgefühl, ja, also das heißt, diese Karte symbolisiert ja auch dieses, ich bin es nicht wert, ja, hier in diese Kapelle, in dieses Licht zu gehen, ich muss hier weiter mit meinen Verletzungen und meinen Sandalen oder barfuß durch den Schnee stapfen und hier ist dir noch nicht bewusst, dass es einzig und allein in deiner Hand liegt, ja, dahin zu kommen, in die Lebensfreude und in die Fülle, dass du es bist, unabhängig von deinem Seelenpartner, ja, der bestimmt, wie du dich fühlst. Also du möchtest, deine Seele, ja, möchte dir hier mit dem Unbewussten sagen, dass es für dich keine Option mehr ist, absolut keine Option mehr, hier zu sein. Diese Karte fiel oft für die Loslasser, wenn ihr euch erinnert, so um die Weihnachtszeit herum, ja, kam immer wieder diese Karte. Aber viele von euch haben sich so toll entwickelt in ihre Kraft, ja, hin zu sich selbst. Und dir muss bewusst werden, es muss aus deinem Unterbewusstsein wieder ins Bewusstsein kommen, dass du es selbst in der Hand hast, dein Leben auf diese Art und Weise zu gestalten. Unabhängig vom Gegenüber, ja. Also sehr passend, wie ich finde. Und an der Position frage ich ja dann immer, wie siehst du das Ganze? Und da fielen 2 Karten gleichzeitig und die fielen raus. Ich habe sie nebeneinander umgedreht und ich wusste sofort, was die Karten uns sagen wollen. Für dich bedeutet dieser ganze Seelenpartnerprozess momentan wirklich Kampf. Ja? Also wenn die Legung für dich bis jetzt stimmig war, ja, dann sagt dir diese Kartenkombination ganz klar, du siehst diesen Prozess, dafür stehen jetzt hier die Liebenden für mich, ja, für diese Seelenpartnerschaft, du siehst diesen Prozess so kräftezehrend, du siehst ihn eigentlich mittlerweile als Kampf, in dem es keinen Sieger gibt. Und es passt dir auch so unglaublich stimmig hier zu dem Tod, ja, du weißt, dass etwas sterben muss, dass du etwas verlassen musst, sei es jetzt tatsächlich noch dieses Anhängen an dein Gegenüber und nicht wirklich loslassen können, ja, oder sei es
deine eigene immer noch rosarote Brille und diese Illusion, ja, dass du dir vielleicht etwas vormachst, was aber gar nicht der Fall ist. Und es fällt dir momentan sehr, sehr schwer, wirklich durch den Prozess weiter erhobenen Hauptes zu gehen. Ja. Diese Energien jetzt auch gerade um den Vollmond herum und jetzt mit den zwei vergangenen Portaltagen machen es auch tatsächlich sehr schwer. Ja. Es ist momentan so viel, wie soll ich sagen, Energie vorhanden, uns nochmal unsere Schattenseiten zu zeigen, ja, nochmal zu zeigen, wo gibt es denn noch Dinge zu bearbeiten. Da möchte so viel nochmal angeschaut und hochkommen, ja, und angeschaut werden, dass das absolut verständlich ist, wenn du auch ab und zu die Kraft verlierst oder sagst, ich mag nicht mehr, ja. Manche wünschen sich, sie hätten ihren Seelenpartner tatsächlich nie getroffen. Kriege ich viele Nachrichten dazu, ja. Also, so siehst du das Ganze ein bisschen, ja, als Kampf. Ich habe mir hier auch in der Meditation aufgeschrieben, was kam. Liebe tut weh, ja. Dass du immer mal wieder diesen Gedanken hast, würde ich nicht so sehr lieben, täte es nicht so weh. Wobei hier natürlich die geistige Welt gleich sagt, bitte verschließe nicht dein Herz, weil man kann sein Herz nicht nur einem Menschen gegenüber verschließen, ja. Wenn du mit dem Gedanken spielen solltest, dein Herz zu verschließen, dann erstreckt sich das auf all deine Beziehungen, ja, auf dein ganzes Leben. Ein verschlossenes Herz ist auch nicht liebevoll zu Tieren, zur Natur, zu den Kindern. Ja, ein verschlossenes Herz ist ein verschlossenes Herz. Man kann es nicht für einen Menschen verschließen. Ja, also das kommt mir hier nochmal so stark, auch wenn du momentan das Gefühl hast, Liebe tut weh. Lass die Energie bei dir und sende diese Liebe, die du im Überfluss gerne deinem Gegenüber geben möchtest. Ja, sende sie zu dir. Ja, lass sie einfach eine Schleife drehen. Und lass sie wieder in dein Herz fließen. Ja. Auf dieser Position frage ich ja immer, was kommt eventuell von außen auf dich zu? Und das ist jetzt auch interessant. Da fielen die 6 Stäbe. Die waren nämlich, wenn ihr es gesehen habt, vorhin bei dem Einlasser auf der Position seiner Wünsche. Ja, also ich habe vorhin dazu gesagt, dass sich der Einlasser oder Gefühlsklärer wünscht, er wäre mal oben. Ja, er könnte tatsächlich aus vollem Selbstvertrauen und vollem Selbstwertgefühl heraus seinen eigenen Herzensweg beschreiten. Und es könnte jetzt tatsächlich sein, dass ein Impuls von der Gegenseite auf dich zukommt in dieser Richtung. Ja, also diese Karte nehme ich jetzt schon so wahr, dass es sein könnte für einige von euch, dass tatsächlich Nachrichten eintreffen könnten, ja, vom Gegenüber. Und ich muss gleich den Pagen der Münzen dazu nehmen, der fiel hier an die Position, was deine Hoffnungen oder Ängste sind. Und ich nehme den hier natürlich für die Hoffnung wahr. Falls du Nachrichten erhalten solltest von deinem Gegenüber, ist es nämlich deine Hoffnung, dass die auch wirklich ernst gemeint, authentisch, ja, loyal und voller Integrität sind diese Nachrichten. Also, wenn es hier tatsächlich darum geht, dass dein Gegenüber dich verletzt hat, ja, dass vielleicht sogar Lügen herausgekommen sind oder was, dann könntest du hier natürlich auf eine Entschuldigung hoffen, ja. Der Page der Münzen, der steht auch dafür, mit einem Friedensangebot, einer Entschuldigung auf jemanden zuzugehen, die auch von Wert ist, ja, das zeigt uns die Münze hier, ja, die etwas bedeutet. Also das heißt, wenn dein Gegenüber wieder auf dich zukommt, ist es deine Hoffnung, dass es tatsächlich ernst gemeint ist, dass es nicht nur eine Annäherung ist, um anzutesten, ob du denn noch da bist, ja, oder ob du tatsächlich hier etwas ganz verabschieden möchtest. Es könnte aber auch sein, das wäre jetzt das zweite Szenario, das ich gerne noch erwähnen möchte, dass diese Karte hier auf der Position, was von außen auf dich zukommt, bedeutet, dass du
irgendeine Situation erlebst, die dich selber siegreich fühlen lässt. Ja? Also das heißt, dass du im Außen vielleicht etwas siehst, etwas mitbekommst, ja, also bleiben wir bei dem Beispiel, dein Gegenüber ist noch in einer Beziehung, ja, hat dir vielleicht erzählt, das ist alles doch nicht so schlimm, er bleibt dort, ja, es ist alles in Butter, vielleicht sogar nach außen hin sich ziemlich glücklich dargestellt, könnte es sein, dass du über Nachrichten, über Freunde, ja, über irgendeinen Zufall vielleicht auch, erfährst, dass dem gar nicht so ist, dass in dieser Beziehung tatsächlich Streit herrscht, Konflikte, das hat dieses Einlasser-Reading ja von vorhin auch gezeigt. Also das heißt, es könnte etwas passieren, was dich selbst als Sieger fühlen lässt in deinem Inneren. Und dann hoffst du auch, dafür steht der Page der Münze ja auch, dass das eben dein Selbstwertgefühl auch wieder stärkt. Ja, dass du wieder in deinen Selbstwert findest, dass du dein Selbstwertgefühl, dieses bei dir sein, diese Liebe zu dir selbst, hier wie einen Schatz in deinen Händen wieder halten kannst. Nachdem dich hier vielleicht etwas sehr, sehr verunsichert hat und nochmal kurz hier in die Energie der 5 Münzen gebracht hat, dieses Mangels, dieses Gefühls, ich bin es ihm nicht wert oder ihr, ja, ich bin nicht gut genug. Und hier ist deine Hoffnung, dass sich quasi alles wieder dahin wendet, dass du wieder in deine Kraft kommst. Und es sieht ganz so aus, denn schau mal, an der letzten Position, wenn ich dann frage, mit welcher Energie gehen wir dann in den Monat August, fiel eine wundervolle Karte, die 9 Münzen, ja. Und das ist ja die Karte für mich, die wirklich von Fülle und mit sich selbst im Frieden und reinen Sein steht. Ja, ich nehme hier immer wahr, wie diese Frau auf der Karte auch aussieht, ja, welchen Ausdruck die hat, dass die einfach so sehr in sich ruht. Hier auch mit dem Vogel, der auf ihrer Hand sitzt, ja, inmitten hier von diesen Weintrauben. Diese Karte strahlt für mich sowas von innerem Frieden, von Gelassenheit, von Selbstliebe aus. Auch dieser milde Gesichtsausdruck der Frau. Die Karte nehme ich auch immer wahr für dieses eben nicht allein sein, sondern mit sich sein. Ich habe ja in manchen Videos schon mal angesprochen, dass das so ein Ritual von mir geworden ist, zu sagen, ich bin nicht allein, ich bin mit mir. Und wer das ausprobiert hat, ihr habt es mir ja auch schon bestätigt in euren Nachrichten, es macht einen unglaublichen Unterschied, ob ich sage, ach, ich bin allein, oder ob ich sage, ach, ich bin mit mir. Ja, weil oftmals nehmen wir uns ja gar nicht als Gesellschafter wahr, ja, sondern wenn niemand neben uns sitzt, fühlen wir uns allein. Aber das sind wir gar nicht, weil wir haben ja uns. Und da kann man drüber meditieren. Ja? Also wenn du mal Zeit hast am Wochenende, setz dich einfach mal 5 Minuten hin, mach die Augen zu und meditiere über den Satz, ich bin mit mir. Weil wenn du das verinnerlichst, dass du niemals alleine bist, ja, weil du immer dich selbst hast, dann ändert sich dein Lebensgefühl komplett. Und dann treten Gefühle hier des Mangels und der Bedürftigkeit überhaupt nicht mehr in der Art und Weise auf. Ja? Und diese Energie steht dir hier Ende des Monats zur Verfügung. Also das heißt, was immer dich hier verletzt hat, ja, oder was immer du erkannt hast, was es loszulassen gilt, du hast dich oder wirst dich nicht wieder zurückfallen lassen in ein Gefühl des Mangels und dieses Gefühl der Wertlosigkeit, nicht gut genug zu sein, sondern du wirst hier absolut zurückkehren in deine Fülle und Erfülltheit. Die Karte steht im Übrigen auch für glückliche Fügungen und Überraschungen. Ja, das möchte ich auch ganz klar sagen. Also es könnte auch für einige von euch, für die es vielleicht auch zutrifft, dass ihr Nachrichten erhaltet, sehr positive vom Gegenüber, sein, dass sich hier auf der Gegenseite tatsächlich was verändert. Wir hatten ja vorhin in dem Einlasser-Reading als Ausgang den Magier zusammen mit den 4 Stäben. Ja, also es könnte bei einigen tatsächlich
zutreffen, dass euer Seelenpartner hier sehr liebevoll auf euch zukommt, ja, und euch tatsächlich hier überrascht mit etwas, ja, was ihr so nicht vermutet habt. Interessant ist jetzt der Rat der geistigen Welt. An der Position frage ich immer die geistige Welt, was ratet ihr jetzt hier den Seinlassern? Und da fiel mit den 8 Kelchen die Karte für Aufbruch ins Ungewisse. Und hier habe ich nochmal ganz klar empfangen, dass es nochmal hier um diese Hauptenergie geht. Ja? Die geistige Welt sagt ganz klar, verlasse, was du nicht möchtest, was dir nicht gut tut. Also ob du dir nun selber vielleicht etwas vorgemacht hast, diese rosarote Brille aufhattest, ob du dir selber vielleicht vorgemacht hast, dein Gegenüber steht quasi schon fast vor der Tür, ja, also einer Illusion vielleicht unterlegen bist, was immer es ist, was dich aber letztlich immer wieder in diese Energie katapultiert hat, das gilt es jetzt hier zu verlassen. Ja? Die geistige Welt sagt, geh in dich. Schau mal, das ist das, was du möchtest, was du verdient hast, was du dir wert bist. Und alles andere, ja, was dich hier aus diesem Zustand, aus dieser Balance herausbringt, was dir immer wieder Schmerzen bereitet, dann möchte ich auch diese 2 Karten einfach nochmal betonen, ja? Liebe tut weh. Jede Situation, ja, die dir in den letzten Wochen und Monaten wiederholt, immer wieder Schmerz bereitet hat. Und da ist eben diese Dreierkonstellation, ja, ein Seelenpartner noch verheiratet und der andere eben frei, ja, ist da einfach das typische Beispiel dafür, weil es hier immer wieder Verletzungen gibt, ja, weil es hier immer wieder darum geht, nicht die Nummer 1 zu sein für jemanden, ja, weil es hier immer wieder darum geht, dass sich jemand nicht für dich entscheiden kann zu 100%. Und da sagt die geistige Welt ganz klar, wenn du noch in so einer Situation bist, dann verlasse sie, ja, dann ist wirklich Zeit für Tabula Rasa, für Reset-Knopf. 0. Ja. Verlasse ungute Dreierkonstellationen. Verlasse Situationen, wo sich jemand nicht für dich entscheidet. Du bist es wert. Schau dir die wunderschöne Karte an. Du bist es wert, dass man sich zu 100% für dich entscheidet. Und überall, wo das nicht geschieht, gilt es hier zu gehen. Das sagt die geistige Welt. Ja. Und sehr interessant, schaut mal, die gewaltige Karte an der Unterseite des Decks. Das Rad des Schicksals. Ganz klar kam mir da, es wird positive Veränderungen in deinem Leben geben. Ja, das Rad dreht sich jetzt in deinem Sinne, zu deinen Gunsten. Ja, wichtig ist, dass du auch hier den Aufbruch wagst ins Unbekannte. Das kam mir ganz stark zu der Karte. Das Schicksal hat dich jetzt an einen Punkt geführt, vielleicht eben durch eine Lüge, durch einen Betrug, durch ein Geheimnis, durch vielleicht etwas, was du jetzt erst erfährst, das muss ja noch nicht passiert sein, hat dich das Schicksal an einen Punkt geführt, wo dir jetzt die Energie dafür bereitsteht, wirklich konsequent diese Situation zu verlassen. Ja? Ohne Angst, den anderen dadurch endgültig zu verlieren. Denn wie du weißt, eine Zwillings- oder Dualseele kannst du nicht endgültig verlieren. Ja? Aber es geht in dem Prozess nicht darum, zu einer glücklichen Familie möglichst schnell zu kommen, ja, sondern in dem Prozess geht es erstmal darum, seine eigenen schwarzen Flecken aufzudecken und zu heilen, und zwar auf beiden Seiten, ja. Und da ist auch nicht gesagt, dass beide Teile der Beziehung, sage ich jetzt mal, auf einem Level sind, ja, sondern da kann einer auch deutlich hinterherhinken. Aber das Rad des Schicksals sagt dir jetzt,
Du sollst den Sprung ins Unbekannte wagen. Du darfst hier gehen, ja, und zwar in dem Vertrauen, dass alles gut wird, dass auch alles gut ist, wie es ist, ja. Es ist, wie es ist. Nimm die Situation an und sag dir immer wieder, du vertraust darauf, dass so wie es passiert, so wie es geschieht, so wie es sich entwickelt, richtig und wichtig für dich ist. Ja? Ich finde das zweite Wort fast noch bedeutsamer als richtig. Ja? Wichtig ist es für dich, weil es dich eben wieder noch mehr in deine Kraft bringt, in deine Selbstliebe, in deine Selbstwertschätzung. Was immer hier auch passieren wird, ja, was immer hier wehtut, was nochmal zeigt, Mensch, da habe ich mich getäuscht. Es wird dich letztendlich noch weiter in deine Kraft bringen, ja. Darauf darfst du einfach zählen. Und wenn etwas in der letzten Zeit dein Vertrauen erschüttert hat oder es vielleicht jetzt noch erschüttert wird, ja, dann wirst du im Nachhinein sehen, dass es gut war, wie es passiert ist, ja, dass es einen Sinn hatte. Die göttliche Führung macht nichts ohne Sinn, ja. Es funktioniert alles nach einem Plan, nur wir kennen eben immer nur einen winzigen Ausschnitt aus diesem Plan und deswegen erscheint uns manchmal alles unverständlich. Ja. Und zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, ich habe ja vorhin schon für die Einlasser aus diesem wunderschönen Seelenpartner-Orakel, ja, von Angela Hartfield und Josephine Wall eine Karte gezogen für die Einlasser und hier fiel jetzt auch eine sehr, sehr passende Karte für die Seinlasser. Und ich möchte auch mal auf die Zahlen eingehen. Vorhin für die Einlasser fiel die Karte 22 und jetzt fällt die Karte 11. Ja, also wer sich ein bisschen mit Zahlen auskennt, ihr schreibt mir auch immer, dass ihr oft diese Zwillings- und Dualseelenzahlen seht, ja, die Doppelzahlen, Dreifachzahlen. Also vorhin die 22 und hier die 11. Vertraue deiner inneren Kraft. Du bist stärker, als du glaubst. Und diese beiden Karten hier sollen dir wirklich jetzt Mut und Kraft geben für die zweite Julihälfte. Ja, also glaub an dich. Du bist stärker, als du glaubst. Du kannst Situationen verlassen, die dir nicht mehr gut tun. Und es wird dich noch stärker machen. Also die Karte passt eigentlich zu jeder Karte, die hier gefallen ist, ja. Auch dieser Karte nimmt sie den Wind aus den Segeln, ja. Vertraue deiner inneren Kraft. Du bist stärker, als du glaubst. Du musst hier nicht durch den Schnee stapfen. Du kannst umdrehen und kannst hier ins Licht gehen. Ja, also verinnerliche diesen Satz. Du bist stärker, als du glaubst. Zweifle nicht an dir. Zweifle nicht an dir, ja. Ja, meine Lieben, ein wunderschönes Reading, wie ich finde. Also sehr, sehr stimmig und auch zu dem Einlasser-Reading. Ich bin ja da selbst immer ganz baff, ja, wie passend das jetzt zu dem Reading von vorhin war. Ich freue mich über eure Kommentare. Bitte schreibt Kommentare unter das Video, ja. Ihr wisst, meine Facebook-Nachrichten schaffe ich momentan aktuell gar nicht mehr alle zu beantworten. Es sind einfach zu viele. Aber die Kommentare helfen ja auch den anderen so schön. Es entstehen ja dann direkt Dialoge, ihr tauscht euch aus. Ich finde es einfach wundervoll. Ja, und auch auf Facebook unter den Posts kommentiert euch gegenseitig, helft euch da, unterstützt euch. Ja, das finde ich ganz toll. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich natürlich für Likes oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach ein schönes Wochenende. Ich komme nächste Woche, entweder am Wochenende oder nächste Woche, nochmal mit einem Videobeitrag zu euch zum Thema Loslassen, Seinlassen. Ja? Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und schicke ganz liebe Grüße. Ja? Eure Uli. Tschüss.